Pause gehabt. Dann wollen wir mal direkt weitermachen, Leute, ne? Frage ist, wohin? Wohin müssen wir? Ich glaube, wir gehen noch drum. Das mit den Greifhaken macht so unglaublich viel Spaß. Da war gar nichts. Der läuft wieder zurück. Haja! Oh, shit. Keiner gesehen, dass ich verkackt habe. Asche. Nix hier, nix hier, nix hier. Hier ist niemand, hier ist niemand, hier ist niemand. Hey, hey. Hey. So brutal, wie das Blut spritzt. Aber es gefällt irgendwie. Macht irgendwie ein bisschen den Charme aus vom Spiel. Oh. Ups. Hier war niemand. Hier ist niemand. Rennen wir lieber kurz. Was? Hm. Eigentlich ist es verdammt der Shinobi, wir wissen, wie man das macht. Nichts mehr gekriegt. Ist okay. Die große schon irgendwie. Und das Konfekt kennen wir auch schon. Ach, was soll's. Okay, das ist einfach nur fett, aber total einfach. Ich dachte, das ist schwer. Hätte ja gar nicht so viel rumhampeln müssen hier. Oh Mann. Der Ball hat man auch schon. Schweres Geldbeutel. Schwerer Geldbeutel. Ein Geldbeutel mit einer Menge Zen kann verwendet werden, um die Zen im Inneren zu erlangen. Sein Gewicht ist vielversprechend. Die Zen in diesem Geldbeutel gehen beim Tod nicht verloren. Hui, das ist schön. Ja, auch noch was. Aber nichtsdestotrotz, da oben ist so eine runde Stelle. So, hier mal ein bisschen alles geklärt habe.
Aha. Wirklich schlauer sind wir jetzt nicht. Wir müssen da auf jeden Fall lang. Also, da gibt es keinen Weg vorbei. Mit diesem Areal, so wie es aussieht. Sei denn, wir gehen. Nee, selbst da. Nee. Obwohl, vielleicht können wir da lang, also hier rechts und dann oben lang. Aber ich glaube, wir müssen da hoch in die Burg, würde ich mal meinen. Und wir müssen über dieses große Feld hier. Großes, offenes Feld. In diesem Spiel. Da wartet bestimmt kein Boss. Bestimmt nicht. Das Spiel macht das so offensichtlich, das ist krass. Aber vielleicht, weil es offensichtlich ist, ist es dann doch nicht wahr. Könnte ja auch sein. Hui. Kommen wir da hoch? Nee. Laufen wir hier lang. Wer hätte es gedacht, die Tür kann von hier nicht aufgemacht werden. Sehr gewappnet für diesen Kampf. Nicht wirklich. Ich bin immer lieber das. Obwohl. Also. Wir müssen hier drauf. Asche. Hui. Der hat ein Pferd. Scheiße, was ist das? Der verfickte.
zu wenig. Phase 1. Erster Lebensball. Shit. Warum hat der ein Pferd? Verdammt nochmal, ich war auch eins. Kommt der mit dem Pferd, deine Typ? Ja, die überspringen wir mal alle. Die bringen nicht so viel. Haja! You don't see me. Versuch Nummer 2. Nochmal damit. Weiß ja nicht, ob das was bringt, aber. Was? Oh, was? Das Pferd haut ja auf. Okay. Ja. Bleibt halt auf der Stelle. Oh. Wo ist er denn? Bisschen dämlich. Also der ist an einem Punkt, wo nichts macht. Das Feuer so hilfreich. Oh, verdammt. Oh mein Gott, wir haben ihn nicht. Doch, wir haben ihn. Erinnerung, Yobu Uniwa. Eine Erinnerung an den Kampf gegen einen starken Gegner, der für immer im Geist des Wolfs weiterlebt. Die Angriffskraft kann dauerhaft erhöht werden, indem man sich der Erinnerung beim Besuch einer Figur des Bildhauers stellt.
Gyobu Masataka Uniwa war der Wächter des Ashina-Burgtors. Jetzt nicht mehr. Mechanischer Lauf. Ein mechanischer Metalllauf, mit dem der Bildtower Prothesenmodul Verbesserungen fertigen kann. Sitzt scheinbar perfekt im Handgelenk der Shinobi-Prothese. Ein verstärkter Kern macht Shinobi-Fangzähne noch schärfer. Okay. Prothesenmodule verbessern. Gib dem Bildhauer den mechanischen Lauf, um Prothesenmodule zu verbessern zu können. Du kannst durch die Reisen-Option von einer Figur des Bildhauers. Also, kennen wir ja schon. Ja, der Fight war. Der war nice. Irgendwie einfach. Aber nice. Können wir hier irgendwo lang? Da oben irgendwie? Ach, guck mal. Da haben wir so eine. Kann man gleich das Modul verbessern. Zu Angriffskampf, man wurde im Figuren des Bildhauers mit freigeschaltet. Du kannst dich jetzt Kampferinnerungen. Oh, das habe ich noch nicht. Richtige Ordnung? Oder Palast? Auf und davon! Hallo? Hallo? Ich bin hier. Hallo? Was ist jetzt hier? あなたですか。竜害の調べのため物資殿が吐いた血の塊をいただいていたのです。血の塊。はい。咳とともに出たものです。血の色がわずかに淀んでいるような。しかしこれだけでは定かには。できることはあるか。竜害にかかったものが吐いた血の塊。それがもっとあれば、より詳しい調べをできます。竜害にかかったものがいれば、当たってみよう。お願いします。お、しゃだ。では、ま。お、それは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 
Rennen und Gleiten. Gewährt die Shinobi Kampfkunstrennen und Gleiten. Ermöglicht aus dem Sprint heraus in eine geduckte Position zu gleiten. Laufe durch einen Bereich und rutsche außer Sichtweite. Täuscht leicht die Augen deines Feindes. Gewährt die Shinobi Kampfflug parieren. Ermöglicht abwehren oder parieren feindliche Angriffe in Luft. Kanonen und andere Projektilwaffen verfügen Zielen in der Luft zusätzlichen Schaden zu. Diese Technik kann diesen Schaden verhindern. Shinobi lassen sich nicht so leicht abschießen. Kaufen wir auch mal. Jetzt haben wir beides. Kampfkünste sind Spezialangriffe, die auf den Stärken des Kampfstils beruhen, zu denen sie gehören. Zum Benutzen werden sie im Ausrüstungsmenü ausgerüstet und durch das Fähigkeitsmenü oder besondere esoterische Texte erlernt. RB dabei LT halten, Ausrüstungskampfkünste auszuführen. Kampfkünste können jetzt im Ausrüstungsmodell ausgerüstet werden. Es kann immer nur eine Kampfkunst ausgerüstet werden. Oh, nice. Hotta. Das ist gut. So, mit Kirikota. Ja, wollen wir. Wir wollen jetzt Kriegkonter. Das doch bin ich euer Gegner. Ein Shinobi kann eingehende Stoßangriffe vorausahnen und kontern, indem er auf die Klinge tritt. Diese mächtige, riskante Technik heißt Kriegkonter und fügt der Haltung mehr Schaden zu als parieren. Nutze den Kriegkonter für 3 Todesschläge. Ups. Das ist ein kleines Fenster. Ups. Wirklich. Kurz bevor er trifft. Das muss man üben. Ja, danke. Okay. Das können wir schon. Weiter geht's. Reisen, China Umland, Burgtor. Ich bin auch so ein bisschen Hype von dem Kampf gerade eben. Der echt Spaß gemacht. Auch wenn er kurz war. Also er war leicht. Leichter als gedacht auf jeden Fall. Ich gedacht, ich werde da jetzt so 3, 4, 5, wenn nicht sogar 6 Mal drauf gehen. Oh, was ist nur für einer? So bunt. Oh, Item. Wow. Ich habe mehr erwartet. Oh, wer ist denn hier? Hallo? Dann so schickes. Er verkauft Kürbissamen für 1000. Haben wir nicht hier so einen Zen-Beutel? Warten wir mal, bis wir 1000 haben. Wir haben ja vorhin leider, weil wir gestorben sind, ziemlich viel verloren. Achso, mit dem kann man quatschen. Aber jetzt vielleicht das Item. Was einfach Küche. Oh, ist da noch jemand? Hallo? Hey. Anta ga ichinokotta no kai. Oni no Gyobu sama mo yatto shikabane ni nareta kanne. Vielleicht. Keredo nani mo kawari ya shinai yo. Iksa wa tsuzuki. Shikabane wa tsumare, Ensabakari wa michi michiru. Da hat sie sogar recht. Kangaita koto ga aru kai?
そういう怨嗟がどこに積もっていくのかを。ないだろう。ないだろうね。ないだろうね。だからこそあんたもあやつも哀れなことだよ。オッケー。ネズミがもう一匹。いや、その目。飢えた狼か。切る前に名を聞いてやる。名乗り。わしに名乗る名などないか。忍びは大概そうじゃ。名乗らず死におる。じゃが、その左腕、忍び義手とは懐かしい。なるほど。石腕の狼か。気に入ったぞ。ならば、セキロ、お主をそう呼ぼう。お前は何だ。わしはアシナの天狗よ。おう、セキロ、お主もネズミ狩りをせぬか。何だと。このアシナにはネズミが入り込んでおる。うじゃうじゃと我が物顔でな。ネズミもいろいろじゃが、それを片端から切り捨てるのよ。どうやらお主にも人斬りの才がある。その才を磨くのに役立とう。どうじゃセキロ、ネズミ狩りをせぬか。なくた。承知した。よしセキロよ、ならばこれをくれてやる。Rattenbeschreibung. Eine Beschreibung von Ratten, die sich in Ashina eingeschlichen haben. Sprich nochmal mit dem Tengu, wenn du dich um die Ratten gekümmert hast. Die Ratten. Attentäter aus dem Senpo-Tempel. Klein, tragen Bambushüte. Viele Ratten lungern herum. Zuletzt nahe dem Ashina-Burgtor gesichtet. Nezumi no kao, sore to suana ja. Kitte maire. Sasureba, onushi no ikusa ni yakudatsu mono o yaro. Okay. Aber erstmal gehen wir umgucken. Item! Ein Geldbeutel. Hallo? Oh, eine Truhe. Gebetsperle. Eine lose Gebetsperle einer Figur, das aktuell besitzt der Wolf 3. Oh. Die Gebetsperle. Nett. Fehlt noch eine. Oh, das war's. Okay. Wie? Hallo? Ups. Da haben wir jetzt umsonst Lebenspunkte verloren. Nahe der Burgtor wurden sie gesichtet, das letzte Mal. Aha. Also irgendwo hier. Oder auf der anderen Seite, wo wir noch nicht hin sind. Dann machen wir da mal lang. Nicht offensichtlich. Ho. Freundchen. So nicht hier, ne? たとえ源一郎がおれど、アシナの国長くはなさそうだの。
して、もう一つの任は、城の蛇谷の側が黒笠で騒がしいようじゃ。ならば次はそちらよ。だが最新にな、黒笠の無事な生中にはやれぬぞ。Ich wollte mich jetzt eigentlich an die Hand schleichen, oder steht hier einer? Oh! Oh! Shit! Hat der mir gerade mein Rückgrat gebrochen? Viecher. Ja, doch. Das haben wir sowieso nicht mehr. Rüsten wir mal das aus und probieren das mal. Ich hab jetzt vergessen, dass er das kann. Komm her. Das ist eklig. Kontaktmedizin. Pulverartige Medizin mit Giftwirkung. Die Shinobi von Ashina nutzen es seit Ewigkeiten. Löst beim Verzehr eine schwache Giftstatusanomalie aus. Durch eine Selbstvergiftung werden alle anderen Gifte neutralisiert. Manche Shinobi nutzen diese Medizin für eine besondere Technik. Angeblich kann Gift das Bewusstsein erweitern. Das probieren wir gar nicht. Ein paar Kügelchen. War das theoretisch die Viecher gewesen? Die waren anscheinend die Ratten. Würde ich jetzt mal meinen. Dann wir jetzt mal zu dem alten Typen da wieder hin. Gucken, was der hat.
Ich werde wegstecken. Hallo, da bin ich wieder. Oh, Nezumi o katta yo ja na. Ja. Yahari onushi ni wa hitokiri no sai ga aru. Yoshi, obi ja, totte oke. Ashina Esoterik-Text. Kompendium des Ashina-Schwertstils ermöglicht das Erlernen von Fähigkeiten des Ashina-Stils. Es liest sich wie die Geschichte der zahlreichen Kämpfe des jungen Ishin, mit denen er seine Technik mit dem Blut seiner Feinde perfektionierte. Er benannte seine gesammelten Techniken nach seinem Clan, den Ashina-Stil. Ashina-Ryuja. Ryuha toyutemo katakurushii kimari goto nado nai. Tada iksa ni katsu. その一時を至上とする剣よ。ネズミ狩りに何よりお主の戦に役立てるがいい。OK。待って。ポーサ。Ich muss bestimmt an Dings ran.Die Kampfkunst Ishimonji. Ishimonji führt einen schweren Überkopfschwerschlag aus, fügt der Haltung schweren Schaden zu, stellt die eigene Haltung mit einem starken Vorwärtsschritt wieder her. Die unbeirrbare Beherrschung dieser Technik macht die Stärke des Ashina-Stils aus. Einmal gemeistert, kann sie sicherlich verbessert werden. Okay, hier wieder was, hier wieder was. Jetzt haben wir die Ashina-Künste. Shinobi? Und dann kommt später die Ashina. Ich glaube, wir lernen als nächstes das erstmal. Obwohl, wir können nur entweder den haben oder den anderen. Na gut. Aber nichtsdestotrotz, bitte Zuschauer, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Hier ist dann erstmal Schluss für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir hatten einen netten Bosskampf, der schneller zu Ende war, als ich vermutet hätte. Ich bin immer noch überrascht und erstaunt, dass ich nur einmal gestorben bin gegen den. Also komplett gestorben bin, einmal. Ja. Wir sind nicht wirklich weit gekommen heute, leider. Aber das wird sich ja in der nächsten Folge hoffentlich ändern. Wir haben zwei neue Techniken gelernt. Einmal den Kirikonter und diesen netten Rundumschwert, die ziemlich nice aussieht. Sehr nice. Ja. Na gut. Dann sag ich schon mal, bis zum nächsten Mal und naja hauen. Und nicht vergessen, abonnieren, kommentieren und das Glöckchen aktivieren. Ich bedanke mich.